Es ist alltäglich dieses immer gleiche Ritual, wenn man dieses 20 cm lange etwas, das in der einen Seite behaart ist, in diese Öffnung schiebt und so schnell hin und her bewegt. Jedes Mal beim Zähneputzen die Zahnbürste. Die Schweine. Meinetwegen, sagten die Gesellen und fingerten an den Münzen, das Schlimmste wird sein, nicht im Eifer so darauf loszuhauen, dass es beißt. Sie kehrten zur Friedhofspforte zurück und warteten, und sie hörten Mutter Malin oben in der Kammer mit dem Pagen tuscheln. Die Zeit wurde lang. Ein Stern funkelte in der Sommernacht über dem Leichenhause. Der Nachtwächter rief auf dem Brunkeberg und der Tag war nahe. Da knarrte und ächzte es auf Mutter Malins Treppe, und der Page, der mit den Knien etwas einwärts ging und seine Rockknöpfe ordnete, kam zu den Gesellen herunter. In einer Quergasse, die Königinstraße, hörte man Lärm und Pferdegetrappel. Zuvorderst ritt Klinkowström, der so betrunken war, dass er sich an der Mähne festhalten musste. Hinter ihm waren der König und der Herzog von Holstein und etwa 10 Reiter sichtbar. Alle hatten den Degen in der Hand und alle außer dem König waren in bloßem Hemd. Er war toll vor Trunkenheit und stieß mit dem Degen die Fensterscheiben ein, hob die Schilder ab und blieb auf den Holztüren jetzt ein. Jetzt gab es in der ganzen weiten Welt keinen, dem er gehorchen musste. Nun konnte er machen, was er wollte, was ihm nur einfiel, und niemand würde ein einziges Wort des Vorwurfs haben. Man sollte es nur wagen. Beim Abendessen hatte er die Schüsseln aus den Händen des Pagen geschlagen und die Krokantplätzchen auf die Anzüge der Kammerherren geworfen, sodass sie wie von Schneebällen weiße Tupfen hatten. Jetzt war das alte Unerträgliche vorbei. Die Greise konnten ja nach dem Belieben gähnen und bei ihren Schnupftabaksbüchsen räuspern. Sie hatten doch weiter nicht mehr zu bestellen, als Narren zu sein. Dein Jugendmut und der Freude weihte er sein altes Bärenreich. Ganz Europa sollte staunen. Jetzt war er Herr über ganz Schwedenland. Inzwischen hatte sich der unbekannte Page an der Friedhofspforte auf den Boden gelegt und die Gesellen kniffen und hieben nach Herzenslust und griffen ihm nach der Kehle. »Wer da?« rief der König und setzte den Gesellen nach, die gleich zwischen den Grabsteinen und Kreuzen dahin flohen. Er war ihnen dicht auf den Fersen und stach dem einen mehrere Male in den linken Arm, sodass das Blut tropfte. Schließlich hoben sie zur Gegenwehr eine der Planken von halbgestrecktem Grab der Barbierwitwe. Da drehte der König lachend um und ritt zur Pforte zurück. »Einer der Unsrigen? Was?« fragte er den Unbekannten, der wieder aufgestanden war. »Bist du so betrunken, dass du nicht einmal unsere Losung kennst? Schnupftabak auf die Perücken, schadet nicht. Sitzt bei unserem Freund Klinkern und halt ihn fest an seinem Wallach. Vorwärts!« Singend und schreiend jagte der hemdbekleidete Schar weiter. Straßen und Hügel bergauf, und sie winkten und drehten den verschlafenen Menschen an die Türen, kam eine Nase. Als die Scheiben beim Oberstmarschall Steenblock klirrten, ging der hochwürdige Alte selbst im Schlafrock ans Fenster und begann, sich verbeugend darüber zu klagen, wie er schließlich dazu gezwungen wurde, aus dem Reich zu fliehen. Aber der König riss ihm die Perücke ab und hieb sie mit dem Degen in 2 Stücke. »Das nenne ich Leben«, rief der Herzog von Holstein. »Die Hüte in die Luft, hebt euch in den Steigbügeln und pisseliert über die Pferdeköpfe hinweg. So ist's recht. Der Teufel hol euch. Vivat Carolus Rex, succornum et scandalorum.« Die Hemden blähten sich auf, die Hüte, die Perücken, die Handschuhe lagen auf der Straße. Die Hufeisen sprühten Feuer und die Pferde rasten dahin wie der Blitz. Als die wilden Reiter zum Schloss zurückkamen, sprangen sie von dem Sattel und ließen die Pferde laufen, wie sie Lust hatten. Oben auf der Treppe brachen sie den Leuchter in 2 und feuerten Pistolenschüsse auf eine Marvemonus. »Vorwärts«, rief der König und stürmte mit seinem ganzen Gefolge in die Schlosskapelle hinein und hieb auf die Bänke ein. »Los, hier wollen wir am Sonntag Splitter in die Hosen bekommen.«
Der Herzog stieß auf den Boden und gebot Schweigen, und Klinkerström, der sich zum Würfeln auf die Altarbrüstung gesetzt hatte, hielt sich den Mund, um schweigen zu können. »Liebe Zuhörer«, begann der Herzog, »nichts würde dieses ernste Fest feierlicher machen, als wenn mein hoher und vielgeliebter Schwager in dieser Morgenstunde um seinen getreuen Diener einen Wink über die Wahl seines Herzens geben wollte. Lasst uns von den Freierinnen reden. Lasst uns an das Frauenzimmer von Bevern denken, das sich bis hierauf rütteln ließ, um mit ihrem Mütterchen, obwohl nach dem Schlossbrand kaum Logennest zu haben war. Uhu, sagte der Uhu. Nur 8 kleine tulpenrote Sommer, älter als eure Majestät. Oder an die Prinzessin von Württemberg, die ihre Neigung schon dadurch zeigte, dass sie um euer Majestät hochseligen Herrn Vater warb und die Brust krank ist. Nicht husten bei der Trauung, oder an die Fürstin von Mecklenburg-Grabow, die, wie man sagt, auch mit ihrer Mutter im Reisewagen herbeieilt. Oder an die preußische Prinzessin, die nur so 2 ganz kleine Zuckerkörnchen Jahre älter ist als die dänische Prinzessin. Das Tutelituck-kleine Holdvögelchen, das nur 5 kleine rosige Jahre älter ist. Alle sind sie ja daran zu freien und ihre Konterfeis aufzufrischen und zu verschönen, sintemalen ihre Liebe ihnen schwere Qualen bereitet. Der König wurde verlegen und antwortete: Habe ich nicht immer gesagt, dass man vom 40. Jahre wohl nicht ans Heiraten zu denken braucht? Als der Herzog seine Verlegenheit merkte, blinzelte er mit dem Auge dem Pagen der Herberge zu und stieß wiederum auf den Boden. Wohlan, der Schwedenmajestät will seine Gloire und die Liebe seiner Untertanen nicht mit anderen als mit Mannesmut und Freude teilen. Schnupftabak auf die Perücken. Wäre ich Schwedenfürst, der Schwedenfürst, würde ich den alten Greisen einen Schrecken versetzen, indem ich auch die schönsten Jungfrauen und Dirnen zu meinem Gelage beföhle. Potz, sie müssten vor uns im Sattel sitzen und mit uns sein, bis der Hahn zum 3. Male kräht. Nein, ich kann nicht länger reden. Stemmt das Knie gegen die Bänke. Zerhaut und zerhackt, zerknickt und zerknackt. Stampft in den Boden. Herrgott, bringt Wasser. Der König ist krank. Wasser oder Wein? Nur Wein, Wein. Der König war blass geworden und fuhr mit der Hand über die Stirn. Es machte ihm nichts, dass die anderen rot waren und wackelten. Im Grunde genommen liebte er vielleicht innerlich keinen von ihnen. Was hatte das zu sagen, wenn sie sich gegenseitig betrunken nannten? Nur sollte man niemals so etwas von ihm sagen dürfen, dem von Gott Erkorenen. Jetzt ist es genug, ihr Jungen, sagte er, versuchte den Degen in die Scheide zu stecken. Dann merkte er aber, dass er diese verloren hatte. Daher steckte er stattdessen die Waffe ruhig quer durch den Rockschoß und ging mit einem bestimmten Schritt zur Tür. Der Herzog kniff den unbekannten Pagen in den Arm und flüsterte und machte ein Zeichen mit der Hand. Der Page eilte sogleich dem König nach, öffnete ihm die Tür und folgte ihm die Treppe hinauf. Ob ich wohl je wieder Wein kosten soll, dachte der König. Ich würde es nicht ertragen können, wenn man erzählte, dass ich mit der Zunge gelallt und die Pagen umarmt hätte. Weshalb würde ich dann wohl mehr geachtet werden als sie? Und der Wein schmeckt so nicht so viel besser wie Dünnbier. Es kommt auf die Gewohnheit an. Ein braver Weiser trinkt Wasser. Sie gingen durch Treppen und Gänge und kamen schließlich zu einem Schlafgemach. Hier warteten schon Wallenstedt und ein paar andere Herren. Wallenstedt blies die Lippen auf. Um 6 Uhr morgens pflegt die Zeit zu sein, begann er, da wir Regierungsgeschäfte vortragen. Wenn es Kriminalsachen gilt, ja, antwortete der König, aber sonst will ich keine Ratschläge bekommen, sondern tue und beschließe, wie mir recht scheint. Er griff nach der Feuergabel wie sein Vater. Er war auf seine Würde ebenso wachsam bedacht wie eine edelgeborene Jungfrau auf höfische Sitte. Lächelnd und sich verbeugend ging er gerade auf die Herren zu, sodass sie rückwärtsgehend die Kammer verlassen mussten. »Das ist unser Lohn dafür, dass wir ein Kind auf den Thron setzten?« bliesen sie schadenfroh Wallenstedt in die Ohren. Der Page hatte inzwischen die Tür mit einem demütigen Knall hinter ihnen zugeworfen. Dies gefiel dem König.
Er stand an den Giebel der Simmelsbend angelehnt, neben dem Schrein, in dem der Vater Juwelen und Kostbarkeiten aller Art gesammelt hatte und der jetzt aus dem Schatzgewölbe der Elefant heraufgeschoben worden war.